CFDs, binäre Optionen, Aktien, Futures. Was ist nun das Richtige für dich? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Coaching, wo ich dir ganz genau die Unterschiede zeigen werde zwischen CFDs, binäre Optionen, Aktien, Futures, Forex. Ja? Ich werde dir da die Vor- und Nachteile erklären, sodass du dich entscheiden kannst, womit du genau tradest. Denn genau das ist eben auch für deinen Erfolg entscheidend. Wenn du dich für das falsche Instrument entscheidest, dann kann es auch sein, dass du keinen Erfolg an der Börse hast. Aber wenn du dich für das richtige Instrument entscheidest, kann es sein, dass deine Trading-Karriere ganz anders verläuft. Deswegen nimm dir ein paar Minuten Zeit jetzt hier mit mir und versuche herauszufinden, was für dich das richtige Instrument ist. Ja? Und zwar fangen wir doch mal einfach mit einem Stift, der schreibt. Ja? Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. So, fangen wir mal mit CFDs an. Ja? So, CFDs ist gleich Anfang. Warum sind CFDs gleich Anfang? Ja? Für mich sind die CFDs zum Beispiel nicht geeignet. Warum? Weil ich mir schon Futures leisten kann und die Futures sind deutlich fairer wie die CFDs. So, das ist meine Meinung. Was hast du aber bei CFDs für Vorteile? Da hast du ganz, ganz große Vorteile. Du kannst erstmal ein ganz kleines Konto aufmachen und sagen wir mal 1000 Euro. Das kannst du bei Futures nicht. Und du kannst bei CFDs kannst du dir absolut alle Märkte anschauen. Es gibt Anbieter, da hast du wirklich alle Märkte. Und ja, wenn du alle Märkte hast, dann kannst du ganz genau schauen, okay, sind Indizes mein Ding, sind vielleicht die Währungen das, was ich handeln möchte, oder sind es doch die Aktien? Ja, da kannst du dir ein ganz gutes Bild davon machen, was eigentlich für dich das Richtige ist, und das Ganze auch an dein Risiko anpassen, denn das geht hier super. Ja, wenn du das mit 1000 Euro machst, ein CFD-Konto aufmachst, oder vielleicht machst du das auch mit 10.000 Euro, wohl ab 10.000 Euro lohnt sich vielleicht zu Forex zu gehen, ja, da muss man einfach mal schauen, für welchen Bereich du dich entscheidest. Aber um überhaupt die Börse kennenzulernen, ist das hier das perfekte Produkt für dich, ja? CFDs. Man hört auch vieles über binäre Optionen. Ja? Und ich sage dir gleich, ich habe ein Problem mit binären Optionen. Warum habe ich ein Problem mit binären Optionen? Ja, schreibe ich dir auch hier gleich, keine Freiheit. Ich liebe meine Freiheit über alles und dafür bin ich auch Trader geworden. Und bei binären Optionen hast du das Problem, dass du da an der Zeit gebunden bist. Das heißt, wenn du reingehst in die Märkte, dann bist du in einer Minute auch wieder raus, egal wo der Markt ist. Du hast da wenig Möglichkeiten und du kannst da nicht abheben, sondern wirklich extrem, extrem viel Geld auch verlieren. Denn auch hier bei binären Optionen, bei CFDs ist es auch so, handelst du gegen deinen Broker. Das heißt, das, was du verlierst, hat dein Broker und nicht ein anderer Trader. Und bei Futures und bei Aktien ist das anders. Aktien und Futures. Da, wenn du Geld verlierst, hat dein Geld ein anderer Trader. Und du weißt ganz genau, dass du dein Geld auf ehrliche Art und Weise verdient hast oder auch verloren hast. Ja, das ist ein ehrliches Feedback. Hier oben kann es sein, dass du unfaire Konditionen von dem Broker bekommst, den du hast, weil du ja, wie gesagt, die Daten von ihm bekommst. Er hat auch das Recht, diese Daten, die er dir gibt, beliebig bei Nachrichten, ja, auseinanderzuziehen und beliebig dir zu stellen. Ja? Das muss nicht genauso sein, wie es am reellen Markt ist. Und der reelle Markt sind die Futures. Ja? Und die Aktien, ja, es muss nicht dasselbe sein, da können echt große Abweichungen kommen. Das ist eben der Nachteil, ein großer Nachteil, aber dafür, wenn ich CFDs mache, dann solltest du das unbedingt mit kleinen Geldbeträgen machen. Ja, du solltest jetzt über 10.000 solltest du da kein CFD-Konto machen, das ist so meine Meinung. Da gibt es schon andere Möglichkeiten, was anderes zu traden. Und wo ist da der Unterschied zum Beispiel bei Aktien? Ja, bei Aktien, die sind fair. Ja? Die sind fair. Warum sind die fair? Weil du da direkt am Aktienmarkt agierst, da hast du direkt einen anderen Händler gegenüber, ob er jetzt für eine Bank arbeitet oder ob er jetzt dein Nachbar ist, spielt keine Rolle. Du handelst mit anderen Menschen, das hat viel mehr mit Handel was zu tun, weil
ganz ehrlich, hier die zwei Optionen. Du überweist dein Geld jemand anders und du weißt, dass dieser jemand anders Interesse daran hat, wenn du dein Geld da verlierst. Ja? Es gibt hier und da mal sicher eine Ausnahme. Ich möchte mich jetzt aber nicht auf bestimmte Namen hier einlassen und dir alles erklären. Es ist wichtig, dass du die CFDs nur als eine Lernoption siehst und dass du weißt, okay, da werde ich höchstwahrscheinlich nicht das größte Geld verdienen, aber ich kann mich damit ausbilden lassen und kann die Märkte kennenlernen und kann trotzdem auch Gewinne machen. Ja? Das heißt ja nicht, dass du da nur Geld verlieren wirst, auf jeden Fall nicht. Es gibt auch die richtigen Strategien auch für CFDs, wie du da Geld verdienen kannst. Ja? Aber die Aktien, die sind fair. Die haben allerdings ein Problem. Aktien können extrem hochsteigen und extrem fallen. Ja, und da gibt es wenig Möglichkeit. Das heißt, eine Aktie ist immer von einem Unternehmen abhängig. Und wenn in diesem Unternehmen die Hölle los ist, dann schmiert diese Aktie vielleicht ab. Oder wenn dieses Unternehmen auf einem Höhenflug ist, dann steigt diese Aktie überdurchschnittlich. Ja, es wird sehr oft übertrieben. Es ist keine Ausnahme, dass eine Aktie mal 50% oder 100% am Tag auch mal steigt oder auch fällt. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das weißt, dann weißt du auch, was da für Risiken für dein Konto drin sind. Ja? Das hier hast du zum Beispiel hier bei Futures nicht. Denn Futures, da sind zum Beispiel, nehmen wir mal den DAX Future. Ja? Den DAX Future, da sind zum Beispiel die 30 größten deutschen DAX-notierten Unternehmen drin. Ja? Und diese 30 Unternehmen, da kannst du dir natürlich vorstellen, dass so eine Bewegung von 50% bis 100% gar nicht möglich ist an einem Tag. Ja? Also für Daytrading ist das hier auf jeden Fall das Vernünftigste. Allerdings auch hier, die Futures haben einen Nachteil, die sind extrem gehebelt. Das hier ist die Königsdisziplin. Ja? Das heißt, wenn sich der DAX einen Punkt bewegt, dann hast du entweder einen Punkt Gewinn oder einen Punkt Verlust. Aber dieser einen Punkt Gewinn oder Verlust pro ein DAX-Kontrakt bedeutet für dein Konto 25 Euro Unterschied. Das heißt, wenn du vielleicht zwei DAX-Kontrakte hast, was ich mindestens empfehle zu handeln, dann hast du 50 Euro Unterschied pro Punkt. Und wenn du den DAX ein bisschen beobachtet hast, dann weißt du, dass es Tage gibt, wo er 200, 300 Punkte locker macht. Und das sind dann 10.000, 15.000 Euro Unterschied auf deinem Konto innerhalb eines Tages. Und das ist etwas zu fett, wenn du ein kleines Konto hast. Ja? Also auch hier Nachteil, das ist die Königsdisziplin, das ist für Fortgeschrittene, das ist für Leute, die viel Geld auf dem Konto haben und ganz genau wissen, was sie tun. Ja? Ich handle Futures. Ja? Und Aktien habe ich mal gehandelt, aber durch dieses Risiko hier, das war nichts für mich, da bin ich weggegangen von. Ja? Denn es kann auch passieren, dass eine Aktie vom Handel ausgesetzt wird. Ja? Und dann kannst du mittendrin am Tag ja, gar nichts machen. Du kannst die Aktie weder verkaufen noch kaufen. Da kannst du nichts damit anfangen. Und wenn die Aktie wieder in den Handel reinkommt und wenn sie dann sich gegen dich bewegt hat, ja, dann hast du natürlich vielleicht auch 50% deines Kontos verloren, nur weil du sehr aggressiv in diese Aktie investiert warst und die Aktie zu einem komplett anderen Preis wieder in den Handel reinkommt. Also das alles ist natürlich bei Aktien viel wahrscheinlicher als bei Futures. Grundsätzlich musst du eins wissen, an der Börse ist alles möglich. Ja? Also auch hier ganz, ganz wichtig zu wissen, dass es wirklich alles möglich ist. Ja? Ich wiederhole mich hier sehr, sehr gerne, denn viele sagen, ach, das kann doch gar nicht sein. Ja? Und wenn du das weißt, dann kannst du dich schon erwischen, wie du gegen der Börse bist. Ja? Denn es kann immer alles an der Börse sein. Sie kann endlich hochsteigen, die kann auf Null fallen. Ja? Es ist alles möglich. Und wenn du das weißt, dann wundert dich nichts mehr, dann rechnest du auch mit alles. Ja? Natürlich ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es heute, dass der DAX auf Null geht? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist fast Null. Ja, ganz klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Wie gesagt, es ist alles möglich. Ich will jetzt nicht Schwarzes hier an die Wand malen. Ich bin ein Optimist und ich will mir eher vorstellen, dass der DAX heute um das Doppelte steigt. Aber das wird höchstwahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Ja? Also nochmal die Zusammenfassung. Wenn du am Anfang bist, dann würde ich dir das hier auf jeden Fall empfehlen. Ja? CFDs. Ja? Binäre Optionen empfehle ich dir definitiv nicht, weil ich ein Mensch bin, der die Freiheit liebt. Und die sind noch ein Stück unfairer wie CFDs. Ja? Und
Bei Aktien, ja klar, die sind fair, aber auch große Risiken. Futures ist ein super, super Instrument, wenn du viel Geld hast auf dem Konto. Ja, Futures lohnt sich für die kleinen Futures ab 20.000, 30.000. Ja? Um den DAX zu handeln, brauchst du fast 200.000 auf dem Konto, dann kannst du den DAX auch handeln. So, dann haben wir noch etwas ausgelassen und das ist für dich nur dann interessant, wenn du die Währungen liebst. Ja? Euro-Dollar, wenn du diese Währungsunterschiede liebst. Ja? Ob es der Yen-Euro ist oder Yen-Dollar. Ja, egal, was du auch liebst, das ist wichtig zu wissen, dass du dir auch auf Forex handeln kannst. Und das ist auch ein absolut fairer Markt. Und wenn du dich da auf die großen Währungspaare konzentrierst, so zum Beispiel wie Euro-Dollar, das handle ich zum Beispiel, dann hast du natürlich auch hier super faire Konditionen und kannst natürlich auch viel Geld verdienen und brauchst aber nicht so großes Konto. Also hier für Forex reicht auch 5.000 bis 10.000 Euro, ja, und hier hast du super faire Optionen und kannst super mit deinem Risiko arbeiten. Also das hier, der größte Vorteil von Forex ist natürlich, dass du da dein Risiko wirklich minimal bis maximal überhaupt keine Grenzen skalieren kannst, was du bei Futures nicht kannst. Ja? Beim Futures hast du immer unten ein Limit. Du kannst dein Risiko hier nicht sehr klein gestalten. Aber bei Forex kannst du dein Risiko so klein gestalten wie bei CFDs fast. Ja? Und das macht Forex sehr interessant. Der Nachteil von Forex ist, dass es nur für die Währungspaare gilt. Ja? Also das sind wirklich nur Währungen. Mehr nicht. Also wenn du jetzt mal den DAX handeln willst oder der S&P 500 Mini oder irgendwelche Aktien, das geht nicht bei Forex. Also Forex ist nur für die Währungen und mehr kannst du damit nicht machen. Aber wie gesagt, ganz fair von der Seite, was du für Risiken eingehen kannst und natürlich auf der Verdienstseite überhaupt, die Konditionen sind sehr fair, es sind keine Gebühren da, es sind immer nur die Spreads, die du zu bezahlen hast. Also ein super Instrument. Also ich habe mich hier drauf fokussiert und da bleibe ich auch. Es gibt auch die Möglichkeit, die Währungspaare beim Futures zu handeln. Ja, ich handle die Währungspaare über Futures, nur die sind halt auch nur für große Konten. Ja, die kannst du auch nicht so beliebig skalieren, runterskalieren und hochskalieren wie im Forex-Bereich. Ja, also Forex ist wirklich, wenn du klein anfängst an der Börse, ist wirklich optimal, aber eben nur für die Währungen. Ja, ich hoffe, dass du dir jetzt hier ein Bild davon gemacht hast, was für dich das Beste ist und nochmal, um das Geld zusammenzufassen, ja, hier 1.000 bis 10.000 Euro CFDs, die lasse ich weg. Aktien kannst du auch 10 bis nach oben keine Grenzen kannst du machen, ja. Futures würde ich ab 20.000, 30.000 Euro machen, nach oben auch keine Grenzen. Und Forex würde ich sagen, ab 5.000 nach oben auch keine Grenzen. Warum packe ich denn bei CFDs eine Grenze nach oben, 10.000? Ja, ganz klar, weil ich dir gesagt habe, hier sind die Konditionen definitiv nicht die fairsten. Da muss ich ehrlich zu dir sein, bin ich auch. Das eignet sich wirklich nur für den Anfang, damit du eben in die, den Start hinlegst, damit du dir dieses Wissen aneignest. Und dann kannst du dich entscheiden, worauf du dich festlegst oder beziehungsweise hier so lange bleiben, bis du vielleicht die 20.000 oder 30.000 für die Futures hast. Ja? Wenn du Lust hast, mir live zuzugucken, wie ich mit Futures umgehe, wie ich da mein Risiko berechne, wie ich da meine Ziele ausrechne, welche Strategien ich da benutze, dann lade ich dich herzlich zu meinem kostenlosen Live-Trading-Webinar ein und da werde ich dir ganz genau zeigen, wie ich mein Echtgeldkonto handle und dir die richtigen Regeln geben, die du für dich sofort anwenden kannst. Also sind Profi-Regeln, die über Jahre getestet und probiert wurden, ja, die auf die Probe gestellt wurden und die funktionieren. Und zwar, die funktionieren jetzt. Es gibt viele, viele, viele Regeln an der Börse. Eine ganz dumme Regel ist, kaufen, schlafen gehen, in 2 Jahren verkaufen und du bist Millionär. Das funktioniert im Moment gar nicht, ja, würde ich definitiv nicht machen. Aber irgendwann hat es funktioniert. Ja. Also ganz, ganz wichtig, alle Börsenweisheiten, die gelten immer nur für einen bestimmten Zeitfenster und im Moment ist die Zeit der Veränderung. Ja? Im Moment ändern sich die Börsen sehr schnell und gerade jetzt in diesem Moment
brauchst du am besten Live-Unterstützung. Und diese Live-Unterstützung biete ich dir hier mit absolut kostenlos an. 2 Stunden mit mir, kostenlos. Hier unten findest du die Termine. Melde dich am besten sofort an, denn diese Plätze sind leider begrenzt. Ich würde sie gerne allen anbieten, geht aber nicht. Die Software sagt irgendwann, es geht nicht mehr und ich muss mich halt daran halten. Also melde dich jetzt an und wir sehen uns im Live-Trading-Webinar, wo ich dir ähnlich wie in diesem Video ganz, ganz viel über die Börse erklären werde, aber dir auch die Praxis zeigen werde, was ich mache, wie ich es mache und warum ich es mache. Und vor allem auch, wie du dasselbe machen kannst. Also da wird es um dich gehen. Ja? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, wahnsinnig gute Trades, ja? Und wir sehen uns im Live-Trading-Webinar. Bis dann, ciao.